Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fable 3 und wir starten noch mal gleich wieder in die Unterhaltung zurück, bei der wir ja Müssen wir letzte Folge bereit aufgehört sein? haben. Logans Truppen an unserer Seite sind ein guter Anfang. Aber wir brauchen ein Vermögen für die Armee, die wir benötigen. Hobson wird euch die Schatzkammer zeigen und euch sagen können, was zu tun ist. Das kann ich. Dann macht nur weiter. Ben und ich werden derweil Soldaten rekrutieren und ausbilden. Wenn ihr mir folgen wollt, Majestät. Oh, wie habe ich diesen Moment herbeigesehnt? Das ist sie, Erbions königliche Schatzkammer, der Reichtum eines ganzen Landes. 400.000. Naja. Sie ist nicht so reich gefüllt, wie man es sich wünscht, aber stellt euch nur die schimmernden Goldberge vor, die hier emporsteigen könnten. Gewaltige Massen, die bis zur Decke reichen. Genau diese Mengen werdet ihr benötigen, wenn ihr diese Armee aufstellen wollt, von der alle reden. Und das bringt uns zum zweiten Punkt auf der Tagesordnung. Die Festlegung der Steuern für das kommende Jahr. Wie ihr sicher wisst, hat euer Bruder das Volk ziemlich ausgequetscht. Manch einer behauptet, das hätte zu Armut, Hunger und anderen Leiden geführt. Ihr habt genau drei Möglichkeiten, Majestät. Nummer eins, niedrige Steuern. Das würde Armut und Hunger bestimmt lindern, aber die Staatskasse natürlich auch erheblich belasten. Zwei, Logans Politik fortführen. Würde euch beim Volk nicht beliebt machen, aber wäre gut für die Staatskasse. Drei, und lasst euch jetzt bitte nicht von meiner Begeisterung beeinflussen, noch höhere Steuern. Gut, viele werden kurzfristig leiden, aber so können wir das Königreich schützen. Und stellt euch nur all das Gold vor, das hier durch unsere Finger rinnt. Wie entscheidet ihr, Majestät? Natürlich mögen die Leute niedrige Steuern, aber würde sie das retten? Wovon sollen wir die Armee zu ihrem Schutz bezahlen? Ich senke den Steuersatz. Ich halte mich an das Gute, egal wie schwer es wird. Wirklich gut, Majestät. Wie überaus edel, ja, edel ist wohl das richtige Wort. Wie überaus edel von euch. Die Leute werden tanzen vor Freude und wir sind bankrott. Ihr müsst rücksichtsloser werden, wenn ihr das Königreich retten wollt, Majestät. Es gibt andere, weniger edle Wege, um die Staatskasse zu füllen. Ihr könnt auch euer eigenes Gold spenden, wenn ihr wollt. Aber solche Mildtätigkeit wäre wirklich zu viel des Guten. Wie auch immer ihr euch entscheidet, ihr solltet euch mit dem königlichen Kassenbuch vertraut machen. Mit diesem Buch kann ein Monarch Geld in die Staatskasse einzahlen oder auch abheben. Ein nützliches Finanzmittel. Wie die Zeit vergeht, ihr solltet euch jetzt wirklich um den nächsten Punkt kümmern. Das Schöne ist, es gibt einen kleinen Trick. Man kann das Spiel einfach weiterlaufen lassen und man bekommt seine ganzen Ladensteuern alle 5 Minuten. Also könnte ich das Spiel auch einfach über Nacht mal laufen lassen und dann hätten wir genug Geld. Das wäre nun nicht das Problem. Reaver hat euch im Bowerstone Industriegebiet einen interessanten Vorschlag zu machen. Ich weiß, ihr hattet Meinungsverschiedenheiten, aber es ist Zeit, an einem Strang zu ziehen. Niemand treibt besser Geld ein als Reaver. Ich habe dafür gesorgt, dass sich euer Erscheinen herumspricht. Rechnet mit einem Menschenauflauf. Ein Menschenlauflauf. Achso, jede Münze, die ich spende, rettet ein Menschenleben.
Okay, das ruckelt mir gerade ein bisschen zu sehr. Kurzer Cut. So, jetzt sollte es besser laufen. Hoffe ich. Kann ich irgendwas machen? Ja, ich kann interagieren. Euch fehlt der Respekt vor dem Leben. Seid gegrüßt, Majestät. Oh, das sollte reichen. Ihr wisst, was den Leuten gefällt, eure Hoheit. Ja, das weiß ich. Okay, ich glaube, es liegt bei dem Spiel einfach nur daran, dass hier so viele Leute sind und die Engine damit selber nicht hinterherkommt. Vorsicht, Reaver. Ich habe schon ein... Oh, welch ein Tag! Seine Majestät, der König von Elbion, ehrt uns mit seiner Anwesenheit. Schon beim letzten Mal wusste ich, dass ihr eure Geschwisterrivalität siegreich überstehen würdet. Leimbeutel. Nun bin ich hier, um euch zu helfen, eure Kassen zu füllen, bis sie platzen werden. Zu Beginn eurer Regentschaft solltet ihr meine erfolgreichste Strategie ruhig wieder einsetzen. Es gibt keine größere Verschwendung als die Untätigkeit der Jugend. Aber mein Arbeitsplan garantiert, dass Kinder jeden Alters eine Beschäftigung haben und gleichzeitig eure Fabriken rund um die Uhr arbeiten. Das ist ungeheuerlich. Hört nicht auf ihn. Ihr hattet versprochen, die Kinderarbeit abzuschaffen. Steht zu eurem Wort. Und was sollen wir eurer Meinung nach mit den Rotznasen tun? Nur durch mehr Bildung kann Bowerstone aus dem Sumpf aufsteigen. Es gibt für unsere Zukunft nichts Wichtigeres. Macht aus der Fabrik eine Schule. Gebt den Kindern hier die Chance, die sie nie hatten. Eine Schule? Ein origineller Gedanke. Oh, wenn man euch als armen Monarchen in Erinnerung behalten soll. Hört auf sie. Die Reaver-Werke richten sich nach eurer Entscheidung. Ich entscheide mich nach dem Spruch von Stronghold. Arm, aber beliebt. Aus der Fabrik wird eine Schule. Danke. Jetzt ändert sich endlich etwas im Leben der Leute. Für dieses Albion lohnt sich das Kämpfen. Ich werde umgehend mit den nötigen Modifikationen beginnen. Und damit haben wir minus 200.000 in der Kasse. Im Lernzentrum der Reaver-Werke, der ersten Schule überhaupt im Bowerstone-Industriegebiet. Jetzt könnt ihr sicher sein, dass eure Kinder zu den gut gebildeten Automaten werden, als die ihr sie immer haben wolltet. Nun müssen wir nur noch über den Antrag zum Wiederaufbau des alten Viertels in Bowerstone. Ja, der König ist hier. Gibt's hier noch irgendwas, was ich benötige? So, wenn ihr alles eingeschmolzen habt, bleibt etwas übrig, das man Roheisen nennt. Na, immerhin lernen sie was Praktisches fürs Leben. Ich muss sagen, ich finde das Bildungssystem hier in Deutschland auch nicht allzu gut. Komm, Wuffi, wir gehen wieder. Wenn ihr nicht bei mir kauft, fressen Balverine eure Kinder. Nein, ehrlich, ich habe schon erlebt. Wie kann ich das kaufen? Ah, nee, das ist schon meins. Na gut. Ich fand es zum Beispiel affig, in der Schule im Deutschunterricht Gedichte zu analysieren.
Beste Beispiel, der typische rote Vorhang an den Fenstern. Angeblich wollte ja der Dichter damit seine Trauer oder seine Liebe ausdrücken. Was weiß ich, was es sein soll. Meine Fresse, es sind rote Vorhänge. Dich kann ich bekaufen. Essen muss jeder. So, 1000er weniger. Diese Preise sind verdächtig angemessen. Wo ist der Haken an der Sache? Der König! Der König! Unsere sättigenden Speisen passen in jede Tasche. Und auf einmal habe ich 60 FPS. Seid gegrüßt, Majestät. Seid ihr auch gegrüßt, werte Dame. Soldat, stillgestanden. Schon besser. Mein Herr, stets zu Diensten, König. Weitermachen. Diese Wache hat eine Aufgabe. Was gibt es denn hier zu tun? Wir brauchen Geld. Oh, hallo. Ihr könntet mir dabei helfen, die Straßen hier zu säubern. Es ist gerne peinlich, aber es gab einige Gefängnisausbrüche und wir haben nicht genug Leute, um die Verbrecher zu verfolgen. Ich bezahle euch für eure Hilfe. Spürt sie auf und bringt sie zurück. Sie werden sich natürlich wehren, aber damit werdet ihr schon zurechtkommen. Bei meiner Magie, das werde ich. Gut. Bringt ihn her und ich mach den Rest. Mein Herr? Ergreift den Verbrecher. Dafür muss ich anscheinend hier lang. My Lord. Oh, my Lord. Das höre ich auch gern. Hey. Halt, stopp. Ich kann nicht glauben, dass ihr mich geschnappt habt. Ich dachte, mich kriegt keiner. Und da unten können wir tauchen. Ich habe mir seit 3 Tagen nicht die Hände gewaschen. Ja, gut, dass ich Handschuhe anhab. 3 Tage ohne Hände waschen und das in Zeiten von Corona. Du kommst in den Bau. Ihr wisst nicht, wie schwer mein Leben war. Nur die Kriminalität bot mir eine Perspektive. Das ist leider wahr. Manchmal könnte man meinen, es hilft nur das. Meine Hand wieder. Sie gehört mir. Bitte buchtet mich nicht ein. Es ist die Hölle. Das ist Banditen-Ben, der berüchtigte BH-Dieb von Bowerstone. Viele Brüste werden erleichtert aufatmen, weil er jetzt wieder hinter Schloss und Bügel, Riegel ist. Fantastische Arbeit. Hier. Das habt ihr euch verdient. Wow, nichts. So, aber wie komme ich jetzt hier unter die Brücke? Hauptsache, ich verliere beim Schwimmen meine... Versuche mit allen Mitteln wieder auf die Beine zu kommen. Hauptsache, ich verliere meine Krone nicht. Kaufen. Glück in meinem Laden. Vagabundenarm-Tätowierung, wie auch immer die unter Wasser sein kann. Achso. Na, schade, ich dachte, hier kann man irgendwas lesen. Wer das ist oder sowas. Habt ihr was gefunden? Es gibt nichts Neues, Majestät. Immer zu Diensten. Ich kann ja anscheinend nicht einmal Laute spielen. Ich kaufe Sachen, die ihr nicht braucht. Ich zahle gut. Wahrscheinlich, damit man sich jetzt nicht hier das Geld alles zusammensammelt. Achso, hier kann ich verkaufen. Der Wirtschaft ging es nie so gut. Ich habe gerade die Preise erhöht. Gebt Bescheid, wenn ich euch behilflich sein kann. Ah, nee, hier. Mietstufe 5. Dann werden wir jetzt mal noch ein bisschen Geld verdienen.
Oh. Schlussverkauf! Nicht großartig, aber okay. Danke. Zumindest so, dass wir vielleicht die 200.000 zusammenkriegen. Die ist schön scharf. Jetzt Schlussverkauf! Die Klinge ist okay. Die Waffen kann auch schön teuer verkaufen. Ein fertiges Werk. Vom König geschmiedete Klingen. Die verkaufen sich doch bestimmt wie warme Semmel. Schöne Klinge. Obwohl, die wären wahrscheinlich extrem teuer. Überrascht es mich nicht, wenn ihr dort einkauft. Würde ich auch tun. Ja, so macht man eine Klinge. Großartige Hammerarbeit. Sicher, ihr habt alle ziemlich viel Gold in den Taschen. Also gebt es ruhig aus. Das Geld geht in die Armee. Das wird nicht ausgegeben. Eine schöne Klinge. Langsam wird's ganz schön schnell. Ihr leistet gute Arbeit. 2916 kriegen wir jedes Mal. Die ist schön scharf. Ne, 3240, okay. Ich bin der ehrlichste Händler von Bowerstone. Das weiß jeder. Schlagt nur weiter so. Ein fertiges Werk. Na, geht doch gut voran. Es sind gute Zeiten für Ladenbesitzer. Die gibt einen guten Preis. Nicht großartig, so, aber okay. Durch den Ruckler sind wir jetzt wieder runter. Grandios. Die Klinge ist fertig. Es ist zwar jetzt nicht das spannendste Thema, aber ich kann ja ein bisschen was über mein anderes Hobby erzählen. Für alle, die es noch nicht wissen, ich gehe Software spielen. Die ist gut. Und höchstwahrscheinlich jetzt am Samstag leider wieder zu zweit. Sonst wären wir... Nein. Zielt doch mal auf die Klinge. Ja, ich habe einen Stahlfinger. Top, ihr leistet gute Arbeit. Ja, wer Software nicht kennt, im Endeffekt ist es eigentlich wie Paintball, nur dass man keine Farbkugeln dabei verschießt, sondern diese kleinen, in den meisten Fällen kennt man sie als gelbe, 6 mm große Kugeln. In den meisten Fällen sind sie bei 5,97 oder sowas. Schöne Klinge. Und da werden wir jetzt höchstwahrscheinlich, oder zumindest würden wir gerne jetzt am Samstag dorthin gehen. Da ist auch was hier in der Nähe. Der Ort nennt sich Malwinkel. Eine ganz fertige Klinge. Und da waren wir vor 2 Jahren schon mal. Nur durch Corona hat das alles dann nicht mehr ganz so hingehauen. Und jetzt haben wir endlich wieder ein Spiel gefunden und wollen dorthin. Nicht Nein! Auf den Amboss. Ja, doch, schon irgendwo auf dem Amboss. Hier habe ich gerade mal 1000 Gold verdient. Wie viel beim Schmieden? 47.000. Die größten Verkaufsschlager von Bowerstone. Ja, und da die Spiele, bei denen wir bisher waren, waren immer auf einem Feld, was recht anspruchsvoll ist, weil es halt immer berghoch, bergunter geht. Nur auf dem sogenannten Lost Airfield, ein alter NVA-Flugplatz. Zu Diensten. Was ist denn das hier? Zu Diensten, Eure Majestät. Schloss Bowerstone. Achso, das ist jetzt mein Haus. Dadurch, dass es halt ein alter Flugplatz ist, ist das Gelände recht flach.
Und da will ich mal schauen, ob ich mit der Sniper arbeiten kann. Bitte Haltung annehmen. Der König von Albion. Eure Majestät. Yippie! Heute werdet ihr entscheiden, was mit dem alten Viertel in Bowerstone passiert. Stätte des Kampfes um Albion. Paige gibt ihren Vorschlag ab. Reaver wird die Sache anfechten. Und wir nehmen Geld ein. Eure Majestät, unser Sieg hat die Stadt sehr viel gekostet. Ihr habt versprochen, gegen die Armut zu kämpfen. Aber es wird immer schlimmer. Ihr müsst etwas tun. Baut das alte Viertel neu auf, sodass die Leute wieder einziehen können. Ihr helft damit nicht nur den Notleidenden. Es wäre auch eine Botschaft an das Volk. Sie haben Angst, Majestät. Zeigt ihnen, dass sie auf euch zählen können. Eure Majestät, das alte Viertel wurde durch euren ruhmreichen Triumph verwüstet. Aber wie der Name schon subtil andeutet, es war alt. Die Kosten für den Wiederaufbau des Viertels sind eine kolossale Geldverschwendung. Und die Leute, die die zerfallenen Straßen und Häuser ihre Heimat nennen, sind ohne besser dran. Abgesehen davon muss man sich fragen, was sie unserer Gesellschaft bieten. Wieso Häuser für Dumme und Unfähige bauen? Ich empfehle euch, Pages Vorschlag abzulehnen und das Geld für wichtige Vorhaben zu sparen. Eure Taten haben die Zerstörung verursacht, Majestät. Aber die endgültige Entscheidung liegt bei euch. Ein wahrer Held steht zu seinen Fehlern. Und wir brauchen jeden Mann, den wir kriegen können. Wir haben das alte Viertel zerstört und bauen es wieder auf. Der König hat sich entschieden. Das alte Viertel soll wieder aufgebaut werden. Die Bewohner sollen ihre Häuser wiederbekommen. Danke, Majestät. Das Volk wird eure Entscheidung begrüßen. Ach, ich schätze, man kann durch den Wiederaufbau eines Teils der Stadt etwas gewinnen. Es zeigt, dass unser Sinn für Industrie noch existiert. Sehr gut, Eure Majestät. Ja, das war der erste von 365 Tagen. Die Tagesordnung ist abgehakt. Haben die Reaver-Werke erneut eine Lanze für den einfachen Mann auf der Straße gebrochen. Der traurige Anblick des zerfallenen alten Viertels ist nicht mehr. Wir präsentieren das neue alte Viertel. Schön. Heißt das jetzt auch neue alte Viertel? Wir haben noch 339 Tage. Und wir sind blank. Mehr als blank. Das Herz. Wenn wir nicht bald etwas tun, werden wir alle sterben. Und ich hatte eigentlich Pläne für meine Rente. Dann schnapp dir eine Waffe und... Die Tagesordnung könnte Auswirkungen auf unsere finanzielle Situation haben. Das Jahresbudget für die Stadtwache muss festgesetzt werden. Wie ihr euch vorstellen könnt, beschweren sich die Leute gerne über Verbrechen und die fehlende Sicherheit. Sie fordern mehr Wachen, als euer Bruder jemals gewillt war zu bezahlen. Ihr habt drei Möglichkeiten. Belasst das Budget, wie es ist. Immerhin haben sich die Leute mittlerweile an Mord, Diebstahl und Schmuggel gewöhnt. Erhöht das Budget und füllt die Straßen mit Soldaten, die für Ordnung sorgen. Eine kostspielige Lösung. Oder macht einen überlegten Schritt und reduziert das Budget. Was bringt ein geordnetes Königreich, wenn es zu arm ist, um sich gegen seine unausweichliche Vernichtung zu schützen? Ich bleib einfach beim Guten. Egal was passiert, auch wenn ich sagen würde, das Budget beibehalten, aber... Obwohl, beibehalten verändert nichts. Kann ich mich... Nee, ich kann mich nicht mehr umändern. Na gut. Die Leute werden entzückt sein, Majestät. Aber werden sie euch auch ihren Tod danken? Nur wenn man sie in schreckliche Zombies verwandeln würde. Aber das wird ja hoffentlich nicht passieren, oder? Das wird auf jeden Fall ein beträchtliches Loch in die Finanzen reißen. Wir haben fast eine Million Minus. Für die Ausgaben aufkommt, befinden wir uns in einer Notlage.
Wir sollten uns jetzt um die restlichen Punkte der Tagesordnung kümmern, wenn ihr einmal sehen wollt. Über die Einrichtung des Schlosses entscheiden. Entscheidet über den Status Auroras. Tretet eine Reise voller Abenteuer und Entdeckungen an. Oh, das klingt nach, wir können Geld verdienen. Wie ihr sehen könnt, habt ihr einen harten Tag vor euch, aber es wird sicher Spaß machen. Ich liebe es zu dekorieren und kann eure Wahl gar nicht abwarten. Ja, die wird schlicht ausfallen. Wir warten euch im Thronsaal. Kann ich mich wegbewegen? Kann ich sogar wirklich? Hier haben wir zum Beispiel noch was. Möchte einen Monarchen treffen. Das können wir doch machen. Jetzt sind wir ja einer. Könnten wir auch gleich noch mal ein paar Gildensiegel sammeln. Königliche Hoheit, ich bin euer ergebenster Untertan. Vielleicht abgesehen von diesem Andrew, aber ich komme gleich danach. Das Geheimnis, das mir anvertraut wurde, ist bei mir immer noch so sicher wie vor Tausenden von Jahren. Es ist sogar sicherer als damals, weil selbst ich es nicht kenne. Also das ist mir etwas unangenehm. Ich muss gehen. Ich werde mich melden, wenn es mir wieder einfällt. Eiche der Trauer. Mal schauen, was bekommen wir? Erstmal liegt hier noch ein Zettel. Dies ist eine Nachricht, eine sehr wichtige Nachricht. Eine Nachricht, die nur für königliche Augen bestimmt ist. Hey. Ihr werdet sie gleich lesen. Ich will keine Zeit schinden. Ehrlich, die Nachricht lautet, oh seht nur, ich habe keinen Platz mehr. Nur etwas Gold. Also kriegen wir hier Geld. Und zwar 1 Million. Und damit sind die bisherigen Kosten zumindest schon einmal gedeckt. Willkommen im Unterschlupf. Ah ja, Jasper. Ihr habt seit eurem letzten Besuch beeindruckend viele Trophäen gesammelt. Überweisung an Staatskasse. Ja, wir haben 1,1 Millionen. Oh, nein, das wollte ich nicht. Dennoch haben wir nicht genug Geld, um oben an den Schlüssel heranzukommen. Und ich denke mal, das ist ein wichtiger Punkt, den wir uns merken müssen. Dass wir
oder dass einem diese Möglichkeit gegeben wird. Denn wir müssen ja erst unsere Schatzkammer füllen und sie dann wieder leeren, um an die Truhe hinter dem Goldberg zu kommen. Und das werden wir, denke ich, so anstellen, dass ich jetzt noch mehr Geld sammle, um oben an den Schlüssel ranzukommen. Dann überweise ich alles an die königliche Schatzkammer und erhalte somit Zugang zu meiner Truhe, um zu schauen, was darin sich befinden mag. Eventuell genug Gold, um unsere Armee und das Schicksal Elbions zu festigen. Aber an dieser Stelle werde ich erst einmal die Folge beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da und bis zur nächsten Folge, wo wir das Königreich weiter retten werden. Und bis dahin, tschüss.